Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie richtet man das bundesweit erste Promotionszentrum an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft ein? Welche soziologischen Herausforderungen stellen sich beim transnationalen Übersetzen von Wissen? Und wie lassen sich die Sozial- und die Rechtswissenschaften zu einem innovativen neuen Masterstudiengang verschmelzen? Fragen wie diese beantwortet in dieser Episode Professor Dr. Matthias Klemm. Er ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Organisation und Interkulturalität im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule für angewandte Wissenschaft Fulda. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Klemm. Herzlich willkommen zu Hessen schafft Wissen, unserem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke schön. Danke auch für die Einladung, dass ich hier sein darf. Sie haben an der Hochschule Fulda das Promotionszentrum mit aufgebaut. Und das ist ja bundesweit das allererste, das an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften eingerichtet wurde. Würden Sie ein wenig zum Einstieg über das Promotionszentrum heute sprechen? Also welche Schwerpunkte hat es? Okay, also vielleicht auch vorneweg kurz gesagt, also ich bin 2015 nach Fulda gekommen im Herbst und die Einrichtung des Promotionszentrums und die Auseinandersetzung darüber liefen da schon. Also ich bin sozusagen Spätaufsteiger auf diesen Zug gewesen, habe mich dann natürlich trotzdem soweit möglich daran beteiligt. Aber die Frage ging ja darin, wie es heute aufgestellt ist. Also das Promotionszentrum trägt ja einen Titel und das ist Globalisierung, europäische Integration und Interkulturalität. Das sind also auch unsere Schwerpunkte, die wir haben. Eingerichtet wurde es tatsächlich 01.01.2017. Seitdem läuft das. Ich habe jetzt gar nicht den Überblick, wie viele Promovierende wir inzwischen haben, ne? Also die Minimalvoraussetzungen dafür sind ja oder waren, dass wir eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen finden, also genau genommen 12 Stück, die sogenannte Forschungsstärke ausweisen können, also bestimmte wissenschaftliche Leistungen erzielt haben und oder habilitiert sind. Die haben wir natürlich zusammen. Wir seit mehreren Jahren läuft jetzt dieses Promotionszentrum entsprechend, sodass wir einerseits eine relativ gute Anzahl an Promovierenden haben. Tatsächlich müsste ich nachlesen, wie viel es genau im Moment sind. Ich selber habe gerade über das Promotionszentrum 5 Promovierende inzwischen laufen. Wir haben eine Reihe von sehr schönen Dingen wie Stipendien, die wir vergeben konnten und auch vergeben haben an unsere Promovierenden, wie meine Kolleginnen und Kollegen auch. In der Regel ist es so, also dass 2 Kollegen und Kolleginnen eine Arbeit betreuen. Vielleicht auch gleich noch die Besonderheit unseres Promotionszentrums. Das folgt so ein bisschen dem angelsächsischen Modell. Im Unterschied zur klassischen Promotion in Deutschland, wo sozusagen die Betreuung und die Begutachtung in einer Hand liegen, ist es bei uns also so, dass Betreuung und Begutachtung getrennt sind. Das bedeutet, die Arbeiten werden jetzt, also meine, in Anführungszeichen, meine Promovierenden werden von mir betreut. Aber die Begutachtung der Arbeiten wird dann durch andere KollegInnen erfolgen und das wird dann eben entsprechend über das Promotionszentrum organisiert. Also insofern sind wir thematisch, glaube ich, sehr interessant aufgestellt. Wir haben teilweise Promovierende, die sind Absolventen, Absolventinnen unserer eigenen Studiengänge. Also wir haben ja 3 Master, also 2 eigenständige und ein Kooperationsmasterprogramm zusammen mit der Universität Kassel. Also es sind teilweise Personen aus unserem eigenen Hause, aber auch zunehmend internationale Promovierende aus allen möglichen Ländern und natürlich auch von anderen Universitäten, die aufgrund der Themenstellung, die sie verfolgen, zu uns kommen. Und wenn sie entsprechende Themenstellungen haben, die in unser Beuteschema passen, dann darüber entscheidet tatsächlich bei uns der Promotionsausschuss, wer aufgenommen wird und werden kann. Und wenn sich dann eben Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema identifizieren können und mit den Personen und ihren Anliegen, dann ist auch eine Aufnahme möglich. Mhm. Also das vielleicht so ganz kurz zu diesen formalen Geschichten, wie wir sozusagen momentan aufgestellt sind.
Ich könnte Ihnen nachher vielleicht auch ein, zwei so Promotionsthemen mal vorstellen, falls Sie sowas interessiert. Sehr, sehr gerne. Genau. Dazu würde ich gern gleich kommen, in der Tat. Mhm. Vorher würde ich gern noch vielleicht ein, zwei Blicke zurückwerfen, weil das ja wirklich, also zum einen thematisch ein sehr interessantes Promotionszentrum ist, in der Tat, finde ich auch. Globalisierung, europäische Integration und Interkulturalität, also auch dementsprechend interdisziplinär strukturiert. Aber warum gab es das denn vorher noch nie, ein Promotionszentrum an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Deutschland? Das ist eine sehr gute Frage. Traditionell ist das Promotionsrecht etwas, das die Universitäten bzw. die Fakultäten der Universitäten vergeben. Und Hessen war ja praktisch mit der Vergabe eines eigenständigen Promotionsrechts an der Hochschule für angewandte Wissenschaften ganz vorne in der Entwicklung. Aus unserer Sicht ist das eine unglaublich gute und tolle Entwicklung auch, also dass wir diese Möglichkeit selbst bekommen in sozusagen bestimmten Feldern, die tatsächlich auch unseren Fachbereich kennzeichnen, sowohl eigene Studierende die Möglichkeit der Promotion einzuräumen und sie quasi praxisnah, aber sozusagen gleichzeitig eben auch forschungsorientiert weiter ausbilden oder bilden zu können. Also für uns ist es eine große Gelegenheit. Hochschulpolitisch eine mutige Entscheidung, zweifelsohne, und aber eine, mit der wir sehr zufrieden sind. Vielleicht dazu auch noch zwei Hintergrundinformationen. Es ist natürlich so, dass Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in Fulda jetzt in unserem Fachbereich der SK Sozial- und Kulturwissenschaften über das eigenständige Promotionsrecht Personen promovieren, durchaus auch in Kooperationen an anderen Universitäten Promotion betreuen. Also sozusagen aus unserer Sicht, wenn Sie so wollen, ist sozusagen diese Möglichkeit, das jetzt selbstständig oder eigenständig zu tun, mit einer entsprechenden Infrastruktur in Form unseres Promotionszentrums und unseren Regeln, eine wirkliche tolle Weiterentwicklung. Und trotzdem gibt es ja von außen, also ich weiß nicht, wie lautstark die Kritik geäußert wird, aber was ja gern so traditionell argumentiert wird, ist ja, dass so die echte, in Anführungszeichen natürlich, Wissenschaft nur an Universitäten stattfinde. Habe ich auch gehört. Ich glaube, man muss ja sehen, dass die, wenn Sie sich heutige Hochschulen anschauen, Hochschulen, wobei es da sicherlich auch Unterschiede gibt, wenn Sie sich insbesondere die Hochschule Fulda ansehen, die gehört tatsächlich zu den forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Auch das Profil der Hochschulen hat sich in den letzten Jahren natürlich massiv geändert. Also es ist selbstverständlich ein starker Fokus nach wie vor auf der Praxisorientierung auch der wissenschaftlichen Ausbildung. Aber inzwischen gehört Forschung selbstverständlich auch dazu, einfach auch, um tatsächlich praxisorientiert ausbilden zu können. Welches gesellschaftliche Feld lässt sich heute sozusagen nur noch durch Lehre bewirtschaften, auf die Dauer, jetzt mal aus meiner Sicht? Also Sie müssen natürlich auch in irgendeiner Form selbst am besten in Kooperation wissenschaftliche Kenntnisse weiterentwickeln und dann eben auch wieder zurückspielen in die Praxis und in die Lehre. Also diese Verbindung von, bei uns heißt das ja Lehre, Forschung und Transfer, ist einfach zum zentralen Bestandteil des Alltags auch an der Hochschule oder an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften geworden. Also bestimmt auch unser alltägliches Handeln. Also da hat sich quasi in den Aufgabenstellungen einfach viel verschoben in den letzten Jahren, kann man nur so sagen. Und Sie haben ja auch schon angedeutet, dass es ja durchaus auch einige Anforderungen zu erfüllen gab, um das Promotionsrecht zu erhalten. Ich glaube, Sie haben zum Beispiel genannt, dass es mindestens 12 Professorinnen und Professoren der entsprechenden Fachrichtung geben musste mit der entsprechenden Forschungsstärke, um eben dann diese Zulassung erhalten zu können. Ja, genau, so ist es. Die Personen müssen bestimmte wissenschaftliche Qualifikationen und Leistungen erbracht haben, um da beteiligt zu sein. Denn es ist klar, dass Promotion und das Promovieren natürlich tatsächlich auch eine bestimmte Forschungsstärke auch voraussetzt. Also sonst macht natürlich das Promovieren keinen Sinn. Na, und sie müssen auch ein Umfeld bieten können für Personen, dass sie dort auch die Möglichkeiten haben, an den Forschungen und an praktischen Beziehungen oder Beziehungen zu Praxispartnern eben beteiligt zu sein. Und das ist vielleicht auch ein bisschen hier der Vorteil einfach, den wir unseren Promovierenden tatsächlich auch anbieten können. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir eben durch die Umstellung, die ja schon eine Weile zurückliegt, der Studiengänge von Bachelor auf Master eben eigene Masterprogramme auch haben und eben auch
Personen ausbilden, die hinterher auch die Qualifikation haben, um promovieren zu können. Mhm, ja. Also aus sozusagen meiner Sicht haben sie eine sozusagen da eigentlich oder aus unserer Sicht eine gute und aufeinander abgestimmte sozusagen Entwicklung der Graduierten und Postgraduierten Bildungsmöglichkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich unserer durchaus eben angewandt orientierten Forschung. Mögen Sie vielleicht tatsächlich mal ein, zwei Beispiele nennen für Themen, Promotionsthemen Ihrer Promovierenden? Das kann ich gerne tun. Ich wollte vielleicht einen Satz vorher noch sagen, weil er mir sozusagen vorher sozusagen entfallen ist. Und zwar vielleicht, Sie hatten das nicht angesprochen, eine der Spezifika unseres Promotionszentrums ist natürlich auch das, was man Interdisziplinarität nennt. Also der Fachbereich, aus dem ich komme oder in dem ich arbeite, Sozial- und Kulturwissenschaften in Fulda, setzt sich zusammen aus einer sozusagen Belegschaft von auf der einen Seite SozialwissenschaftlerInnen und Sozialwissenschaftlern, also das sind Soziologie, politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und auf der anderen Seite RechtswissenschaftlerInnen. Wir haben sehr viele Rechtswissenschaftlerinnen, Rechtswissenschaftler. Ich weiß nicht, ob wir später noch drauf kommen, auf unsere Studiengänge zum Beispiel, aber wir haben natürlich dann entsprechende auch Verbindungen in unseren einzelnen Studiengängen, in denen sozusagen diese verschiedenen Fachbereiche zusammenwirken und entsprechend eben auch in den dem Promotionszentrum, also diese Koppelung zwischen auf der einen Seite dem Recht, auf der anderen Seite den Sozialwissenschaften in ihren verschiedenen Dimensionen ist schon eins der Spezifika auch bei uns. Also irgendwie, das macht das Arbeiten da auch so schön, um das mal so zu sagen. Ja. Jetzt vielleicht ein, zwei, nur als Beispiele. Also, wie gesagt, meine Denomination ist ja, ich bin selbst Soziologe und arbeite mit in den Feldern Arbeit, Organisation, Interkulturalität. Entsprechend sind dann eben Promotionsvorhaben, die bei mir geschrieben werden oder die ich betreue, auch in solchen Feldern angesiedelt. Also um mein einfaches ein Beispiel ist, ich habe eine Promovierende jetzt, die sich auseinandersetzt mit Übersetzung in der Identitätsfeststellung im Rahmen von dem Umgang mit Geflüchteten. Damit ist gemeint, dass diese Personen in der Begegnung mit Ämtern, also beispielsweise der Agentur für Arbeit, häufig Übersetzerinnen, Übersetzer zur Seite gestellt bekommen müssen, um dort sprachliche Hindernisse zu überwinden. Und es geht eigentlich darum, wie unter dieser Bedingung der Übersetzung, also der verschiedenen Sprachen, dort die Möglichkeit für beide Seiten besteht, tatsächlich auch das zu sagen, was die Beteiligten sagen wollen. Also das ist sozusagen eins der Promotionsthemen. Das ist relativ spannend und auch klingt vielleicht erstmal nicht so komplex, ist es aber eben dann doch, weil sie nicht ohne weiteres feststellen können, ob das, was sie verstanden haben mit dem, was die Person sagt, tatsächlich übereinstimmt, weil sie nicht ohne weiteres die Möglichkeit haben, genau nachzufragen. Und das läuft dann eben über Dritte, also über DolmetscherInnen, Dolmetscher. Und diese Vorgänge lassen sich natürlich sozialwissenschaftlich sehr schön untersuchen. Also das wäre ein Beispiel für ein Forschungs- oder ein Promotionsvorhaben. Wenn ich da mal einmal nachfragen darf, Sie können es mir natürlich jetzt nur ganz oberflächlich erläutern, aber wie lassen Sie sich sozialwissenschaftlich untersuchen? Also welche Methodiken würden in diesem Fall beispielsweise zum Einsatz kommen können? In einem solchen Fall ist es natürlich so, dass die unter der Bedingung, dass die Beteiligten auch einverstanden sind, die solche Gespräche aufzeichnen und sich an solchen Gesprächen auch beteiligen. Also das heißt, in dem Fall nicht teilnehmend beobachten. Das heißt, sie sprechen nicht rein ins Gespräch. versuchen sie eben hinterher diese Gesprächsverläufe unter verschiedenen Aspekten genauer zu analysieren. Das nennt man qualitative Sozialforschung, in dem Fall insbesondere auf Sprache bezogen. Da bietet sich natürlich ein weiterer Vorteil, den ein relativ internationaler Fachbereich hat, wie der unsere, bietet eben auch den Vorteil, sich dann eben mit dann auch Native Speaker der verschiedenen Sprachen, die auch einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund haben, sich solche Gespräche anzusehen und wie funktionieren die Übersetzungen und so weiter und so fort.
Als jetzt vielleicht mal ein Beispiel, ein ganz anderes oder vielleicht ganz anders, nicht ganz anders, aber doch irgendwie in mein Feld fallendes Themengebiet ist, dass ein Promovent sich tatsächlich mit Müllarbeit befasst. Mit Müllarbeit, damit ist in dem Fall gemeint, also im Englischen nennt man diese Tätigkeit Waste Picking. Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, sehr häufig starken sozusagen Ausgrenzungen unterworfen sind und de facto in und um Mülldeponien leben und von diesen Mülldeponien leben. Davon gibt es weltweit relativ viele, auch in Europa im Übrigen. Und es gibt aber auch Bemühungen, diese verschiedenen sozusagen Gemeinschaften oder Gruppen international zu organisieren. Also es gibt sozusagen eine Art Waste Picker Organization, die versucht, diese Personen zusammenzubringen, daraus in bestimmter Form von Organisation tatsächlich auch aufzubauen, Interessen zu organisieren und zu formulieren. Und auch das ist ein Forschungsprojekt, wo der Promovent tatsächlich auch vor Ort unterwegs ist, mit den entsprechenden Organisationen spricht, mit den Beteiligten spricht und versucht, diese Form der Ermächtigung, wenn Sie so wollen, wissenschaftlich zu begleiten. Ein spannendes Thema. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, mittlerweile bestimmt schon 7, 8 Jahren in einem Kambodscha-Buch mal über ein ganz ähnliches Thema geschrieben, über eine Mülldeponie in Kambodscha vor den Toren Siam Reaps, der Stadt, die vor allem bekannt ist für die Tempelanlage Angkor Wat, wo sozusagen im Müll der Touristen einige Dutzend Kilometer eben vor der Stadtgrenze ja ganze Familien, riesige Gruppen von Menschen leben und Kinder aufziehen, diese ernähren und eben eine ganz eigene Wirtschaft daraus entstanden ist. Also die Abnehmer des Mülls, die es auszahlen, dann natürlich die Müllunternehmen, die den Müll dorthin schaffen und dann natürlich einfach die Menschen, die auf dieser Mülldeponie tatsächlich leben. Genau, und um derartige, oder genau darum geht es im Grunde in diesem Projekt. In seinem Fall jetzt ist es sozusagen auf Europa stärker konzentriert, also unter anderem Rumänien tatsächlich, aber nicht nur. Und diese Form der Organisation verspricht möglicherweise eben auch so etwas wie die Erlangung bestimmter Ansprüche und Rechte, die ja eigentlich Menschen zustehen sollten, ihnen aber unter bestimmten Bedingungen vorenthalten werden. Ja. Und also deswegen, das finde ich auch ein unglaublich spannendes und auch wichtiges Projekt und Promotionsvorhaben. Und so ist das, so gibt es dann eben noch mehrere, die sich teilweise thematisch überschneiden, sodass eben auch durch den Austausch mit untereinander, zwischen den Promovierenden, aber auch sozusagen mit dem Fachbereich, durch die teilweise Einbindung in die Lehre im Fachbereich auch so da viele neue Erkenntnisse generiert werden können, die dann auch eben für solche Organisationen möglicherweise von praktischer Bedeutung sind. Ich finde, man merkt an diesen beiden Beispielen schon, wie vielfältig die Themen sein können, wie breit die Themenvielfalt ist in Ihrem speziellen Fachgebiet der Soziologie. Wann und wie wurde denn Ihr eigenes Interesse an der Soziologie geweckt? Oh mein Gott, das liegt aber lange zurück. Tatsächlich hatte ich. Ich hoffe, Sie erinnern sich trotzdem noch so ungefähr. Ja, das war irgendwie so. Nach dem Abitur war die Frage, entweder Kneipe aufmachen oder studieren. Und das war damals so ein geflügeltes Wort bei uns. Tatsächlich hatte ich angefangen, den Sozialwirt zu studieren. Das ist also eine Mischung aus Soziologie und Betriebswirtschaftslehre. Das Interesse für die Betriebswirtschaftslehre ging dann doch relativ schnell zurück. Das Interesse für die Soziologie als ein Fach, auch als ein methodisches und theoretisches Fach und als eine empirische Wissenschaft, das hat stark zugenommen. Dann habe ich mich sozusagen auf Soziologie konzentriert. Und woran lag das, dass das so stark zugenommen hat? Was fanden Sie daran so spannend? Natürlich tolle Vorlesungen, muss man einfach sagen, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen
in kritischer Absicht auseinandergesetzt haben. Ich habe sehr früh sehr viel Kontakt zu der empirischen Sozialforschung bekommen, die sich damals unter anderem mit solchen Fragen wie Uni-Rankings auseinandergesetzt hat. Das damalige, ich glaube, das war das Spiegel-Ranking. Wie kommen eigentlich solche Ergebnisse zustande, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wo dann gesagt wird, an der Uni ist das Studium eines Faches gut und an der Uni ist das Studium eines Faches möglicherweise nicht so gut. Und unter empirischen Gesichtspunkten oder anders gesagt, die Empirie oder die Kenntnis der empirischen Methoden hat dann den großen Vorteil, solche Aussagen oder solche Studien eben entsprechend einordnen zu können. Das fand ich faszinierend, also weil selbstverständlich auch der öffentliche Diskurs sich manchmal sozusagen auf Studien sich stützt, daraus Schlussfolgerungen entstehen, die eigentlich durch diese Studien nicht gedeckt sind. Das ist damals schon so gewesen. Ich weiß nicht, jetzt in der Corona-Zeit haben wir natürlich ähnliche Debatten in der Öffentlichkeit. Was lässt sich aus welchen wissenschaftlichen Studien wie ableiten? Das gilt natürlich in Sozialwissenschaften genauso. Und das fand ich damals extrem hilfreich und auch spannend. Und insofern ist dann auch die Themenstellung der Soziologie selber hat mich mitgenommen und seitdem nicht verlassen. Also ich finde das Fach nach wie vor hervorragend. Wie haben sich dann im Laufe der Zeit Ihre heutigen fachlichen Schwerpunkte herauskristallisiert? Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, also Arbeit, Organisation, Interkulturalität, daran erinnere ich mich noch. Und ich glaube, gelesen habe ich auch, aber das geht wahrscheinlich ja auch alles ineinander über, als Stichworte Kultur und Wissen. Also über verschiedene Formen. Natürlich, ich glaube, man ist immer ein bisschen auch Kind der Lehre oder der ProfessorInnen, die man hat und der lehrenden Personen, die einen da unterschiedlich faszinieren können. Und das war bei mir im Grunde so, dass ich quasi Lehre sehr stark bei einem, auch meinem späteren Doktorvater hatte, in der Themen der Kultur und des Wissens und der Übersetzung, also der Kulturbegegnung, einfach gesagt, eine große Rolle gespielt haben. Ich dann aber im damaligen Hauptstudium als studentische Hilfskraft an der Universität gearbeitet hatte in einem Forschungsprojekt, das sich mit der Globalisierung der Automobilindustrie auseinandergesetzt hat. Und ehrlich gesagt, habe ich zuerst gedacht, Automobilindustrie, Soziologie, was hat das miteinander zu tun? Tatsächlich ging es dann auch natürlich um die, wie organisiert man internationale Beziehungen, wie werden Entscheidungen getroffen, wie Produktionsketten und Lieferketten organisiert werden. Das war in den 90er Jahren tatsächlich ja auch eine große Frage. Also die Big Three, die drei großen deutschen Hersteller, teilweise durch Zukäufe, teilweise durch eigene Bemühungen, sich global oder transnational, wie man auch sagt, aufgestellt haben, wie sie eben heute dann auch organisiert sind. Aber das war, bei Volkswagen war das schon früher so, bei Daimler und BMW nahm das erst in den 90er Jahren Fahrt auf. Ein spannendes Projekt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Professor, der dieses Projekt geleitet hat, aus der Organisations- und Arbeitsforschung und der andere Kollege, Professor, der sich für Kultur und Wissen interessiert hat, stellten fest, sie haben ein gemeinsames Interesse, nämlich sozusagen diese internationalen Beziehungen. Sie haben dann zusammen ein Projekt gemacht, in dem habe ich gearbeitet. Da ging es um interkulturelle Kommunikation in der Automobilindustrie. So sind die beiden Themengebiete zusammengekommen und im Wesentlichen ist das auch der Bereich, in dem ich arbeite. Also auf der einen Seite Arbeitsorganisationsforschung, auf der anderen Seite der internationale Wissensaustausch, die sozusagen Verständigung über verschiedene Formen von Grenzen hinweg, vorsichtig gesagt. Also ich will jetzt gar nicht sagen über Kulturgrenzen, weiß ich nicht, ob es das so im strengen Sinne gibt. Aber der Austausch aus unterschiedlichen Rechtssystemverständnissen heraus, der Austausch natürlich auch über sozusagen über Sprachgrenzen, der ja nicht nur bedeutet, dass sie einerseits möglicherweise Verstehensschwierigkeiten haben, sondern andererseits zum Beispiel eben auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich habe es nicht verstanden, obwohl sie es eigentlich verstanden haben. Also die absichtsvolle, intentionale Nutzung von solchen Grenzen, um Zumutungen
zurückzuweisen. Also ein bisschen holprig soziologisch ausgedrückt, die Unterbrechung von Übertragungszumutungen in der Verständigung. Wenn Sie sagen, das macht man bei euch so, aber bei uns geht das leider nicht. Ja, das mag stimmen oder nicht, aber Sie können das natürlich als Ressource in dem Gespräch jederzeit verwenden. Das finde ich spannend und müssen dann damit umgehen. Und das gilt im Grunde für alle Formen von des Wissensaustauschs. Also dass manchmal das nicht funktioniert, weil man sich nicht versteht, manchmal aber auch nicht, weil man auch in der Lage ist zu sagen, ich möchte mich einfach nicht verständigen und eben auch immer Gegenstand strategischer Intervention sind. Das sind einige Probleme, die auftreten können beim Austausch von Wissen. Sie haben jetzt einige Stichworte angesprochen, mit denen Sie sich sehr intensiv beschäftigen, zum Beispiel auch in einer Forschungsarbeit. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, ob sie genauso heißt, aber zumindest geht es darin um Übersetzung von Wissen in transnationalen Kontexten. Also Übersetzung, Wissen und dann eben das Transnationale. Den Begriff hatten Sie gerade auch schon mal verwendet in Bezug auf die Autoindustrie. Das würde ich gern exemplarisch noch ein wenig besprechen, um die Soziologie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht erstmal zum Einstieg, was versteht man denn unter transnational bzw. unter Transnationalisierung ganz genau? Ja, der Begriff der Transnationalisierung ist entstanden, ich glaube, sagen zu können, um bestimmte Vorstellungen davon, wie die Welt sich international entwickelt oder global entwickelt. Also das Stichwort hier ist natürlich Globalisierung, um dieses lineare Prinzip, ne, also das sozusagen erst ist alles national und dann ist es global, ein bisschen zu problematisieren. Das mit dem Transnationalen ist dann im Wesentlichen angezeigt, dass es nicht eine einheitliche globale Welt mit einheitlichen Regeln ist, die wir beobachten können. Und ich glaube heute, also auch dieser Diskurs ist aus den 90er Jahren, ist das mehr oder weniger allen auch geläufig, sondern dass diese Welt zwar in sich vernetzt ist, aber gleichzeitig sehr plural und heterogen. Und das bedeutet, dass es nirgends ein Zentrum gibt, das irgendwie durchsetzen kann, was jetzt gerade als angemessenes Wissen beispielsweise gilt oder was der richtige Lebensentwurf ist. Und der Transnationalisierungsbegriff beschreibt das im Grunde. Er kommt aus der Migrations- und Organisationsforschung, also dort ist er in etwa gleichzeitig aufgetaucht. In der Migrationsforschung bezeichnet er eben die Tatsache, dass Migration nicht mehr bedeutet, dass Personen von A nach B gehen und dann dort bleiben, sondern es eben so transnationale Beziehungen und sozusagen Hin- und Herwanderungen von Menschen gibt. Also wenn jemand sozusagen dauerhaft seinen Ort verlässt, heißt das nicht, dass er auch nicht wieder zurückkehrt, dass sich nicht sozusagen Ketten jenseits dieser nationalen Zuordnungen entwickeln. Und in der Organisationsforschung, da hatte ich es angesprochen, da gibt es auch nicht das global operierende Unternehmen, das überall in allen Ländern dasselbe macht. Das ist eigentlich die Ausnahme, sondern eine transnationale Arbeitsteilung verschiedener Arbeitsschritte, wo bestimmte lokale Vorteile, das können günstige Personalkosten sein, das kann natürlich aber auch sozusagen eine bestimmte intellektuelle Ressource, Stichwort Silicon Valley sein, die dann besonders genutzt wird, sodass ein transnationales, arbeitsteiliges Netzwerk der Produktion entsteht. Also Transnationale versucht sozusagen diese Einheitlichkeit des Globalen ein bisschen in Frage zu stellen, weil ich glaube, aber ich glaube, heute sehen wir alle, dass diese Vorstellung eine einheitliche Welt mit einheitlichen Regeln einfach zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch ist. Und das gilt natürlich auch für die Einheitlichkeit von Wissen. Also zum einen, so verstehe ich das, für die Verteilung von Wissen. Aber zum anderen, und da gebe ich mich jetzt schon auf unsicheres Terrain, das können Sie gerne besser erläutern, zum anderen ja auch, wenn es darum geht, Wissen beziehungsweise Fakten zu Wissen werden zu lassen oder zu scheinbarem Wissen, sprich Fakten zu interpretieren und für sich nutzbar und begreiflich zu machen. Sie haben vorhin schon über den Austausch von Wissen gesprochen und zum Beispiel die wichtige Rolle von Übersetzungen und Übersetzern. Welche Aspekte von Wissen in Bezug auf bestimmte Nationen, Nationalisierung, Transnationalisierung, mit welchen Fragestellungen setzen Sie sich da noch auseinander? Vielleicht als Hintergrund, was Sie genannt haben, also Transnationalisierung und Wissen, das ist mein Kontext, einer sogenannten DFG-Forscher, eines DFG-Forschernetzwerkes.
Und das ist eine tolle, also der deutschen Forschungsgemeinschaft, in dem ich mehrere Jahre jetzt eingebunden sein durfte, mit Kolleginnen aus der und Kollegen aus der Pädagogik, dann aus verschiedenen Sprachwissenschaften und der politischen Wissenschaft. Und wir sind sozusagen in all diesen verschiedenen Feldern eben auf diesen Sachverhalt gestoßen, dass quasi, ob das wir jetzt in den Literaturwissenschaften bestimmte Erzählgenres sind, die eben nicht überall dieselben sind und vor allem auch nicht, wo diese Vorstellung ist, verbreiten sich überall dieselben, eigentlich nicht mehr überzeugend ist, oder in der sozialen Arbeit ist nicht eine einzige global gültige, richtige Praxis sozusagen des Umgangs mit sozialen Problemen gibt, die sehr stark natürlich auch an rechtliche und soziale Rahmenbedingungen gekoppelt ist und so weiter und so fort. Und aus diesem Netzwerk oder in diesem Netzwerk haben wir uns eben mit sozusagen dieser Frage auseinandergesetzt, unter welchen Bedingungen eigentlich bestimmte Wissensformen oder Wissen allgemein als Wissen anerkannt ist. Ne? Und das ist sozusagen einfach heute schwierig, zu beschreiben. Also auch heute gibt es nicht sozusagen die eine Wahrheit, und die Wahrheit sozusagen verbreitet sich. Sie kennen bestimmt alle diese Debatten um Postkolonialismus, also postkoloniale Studien über die Frage, wie Wissen denn generell mit Macht verbunden sei, und gibt es denn überhaupt ein sozusagen reine, Sie haben das genannt, reine Fakten, ne? Also worin könnten denn reine Fakten und so weiter bestehen, zumindest im sozialen Leben der Menschen? Das ist selber eine spannende Frage, über die man wahrscheinlich lange diskutieren kann. Ja, deswegen hatte ich gerade extra nochmal unterschieden. Ich hätte fast gesagt Wissen, aber hatte dann doch das Gefühl, Fakten sind ja noch nicht automatisch Wissen. Das kann sich in diesen Kontexten, über die Sie gerade sprechen, ja im Zweifel auch unterscheiden, dass Fakten nicht unbedingt zu Wissen werden oder zu unterschiedlichen Formen von Wissen sich vielleicht ausprägen können. Ich glaube, dass das so ist. Also wir lassen einmal die Idee sozusagen der alternativen Fakten beiseite. Und aber fragen wir uns natürlich noch, was welche Bedeutung, oder das ist, glaube ich, die eigentlich spannende Frage, welche Bedeutung hat ein bestimmtes Faktum oder ein bestimmter Sachverhalt für das Zusammenleben bestimmter Gruppen oder auch für Personen, für die biografische Lebensplanung? Und in diesem Prozess der Frage, was bedeutet das für mein Leben, um es mal zu sagen, entsteht eigentlich das, was man, glaube ich, im Grunde Wissen nennt. Also Wissen hat in der Regel eine bestimmte Form von praktischer Bedeutung für das Leben, und diese praktische Bedeutung kann aber variieren, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man auf Fakten blickt. Auch das ließe sich natürlich im Grunde an der Corona-Debatte und an den Corona-Zahlen und wunderbar zeigen. Ne? Also es ist eben ein Unterschied, ob man auf die Corona-Infektionszahlen aus der Perspektive sozusagen der wirtschaftlichen Zukunft eines kleinen Betriebes blickt oder aus der Perspektive sozusagen der sich sorgenden Kinder ihre Eltern, die möglicherweise Risikogruppen sind, sodass im Grunde dasselbe, sagen wir mal, Informationspartikel, also eine bestimmte Infektionsanzahl in einer bestimmten Gegend ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann und eben auch unterschiedlich dann zusammengeschlossen wird zu quasi Handlungsstrategien und dann eben auch zu Wissensformen. Also das ist, glaube ich, der springende Punkt immer aus der soziologischen Sicht, dass quasi ein abgehobenes, von allen praktischen Bedeutungen bereinigtes Wissen eigentlich vollkommen uninteressant ist. Das können Sie vielleicht, Günther Jauch, Wer wird Millionär? Und da hatte es eine soziale Bedeutung, nämlich das Unterhaltung. Mhm. Ja, also, aber ansonsten, ob Sie dann wissen, wer wie heißt, oder das sind eigentlich Dinge, die in alltäglichen Lebensformen eigentlich keine Bedeutung haben. Bedeutung bekommen die Dinge dadurch, dass eben bestimmte Informationen zusammengeschlossen werden zu den biografischen und sozialen Entwürfen der Menschen, und das würde man soziologisch möglicherweise als dann Wissen nennen. Die reine Tatsächlichkeit ist eigentlich in der Hinsicht meist, also schön als ein Unterhaltungsthema, das, ne, wenn Sie so über das Wetter reden. Aber für die Lebenspraxis ist eigentlich nicht bedeutsam. Und das Wissen ist eigentlich ein Produkt quasi der Koppelung von Information mit Bedeutsamkeit. Vielleicht kann man das so einfach ausdrücken.
Und dann kann man sehen, dass die Erzeugung dann gemeinsamen Wissens eben mitunter schwierig ist. Und insbesondere schwierig in dem, was wir im transnationalen Räumen nennen, wenn es keine Instanzen gibt, die im Zweifelsfalle die Geltung von bestimmten solchen Wissensformen durchsetzen können, legitimerweise. Also Schule wäre zum Beispiel ein Ort, die ja quasi ohne die Schülerinnen und Schüler zu fragen. Glücklicherweise auch, ne, dann entsteht sowas wie eine gemeinsame Weltsicht, aber dort eben bestimmte Wissensansprüche tatsächlich auch durchzusetzen in der Lage ist. Das können sie unter Erwachsenen, die sich auf einer internationalen Arena treffen und über die richtige Art und Weise, wie man jetzt eine soziale Bewegung gestaltet oder wie man ein bestimmtes soziales Problem löst, eben nicht haben. Da gibt es diese Person nicht, die sagt, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann, ne, also und könnte das dann irgendwie sagen, das ist richtig, sondern da können sie dann endlose, spannende Debatten führen. Und das machen Sie ja bestimmt auch zum Teil mit Ihren Studierenden. Können Sie beurteilen, welche Themenfelder Ihrer Vorlesung Ihre Studierenden für gewöhnlich ganz besonders spannend finden? Das sollten Sie meine Studierenden fragen. Das ist eine schwierige Frage. Ich lehre ja in verschiedenen Studiengängen von der Einführung in meinen Fachbereich bis zu den Feldern, die halt eben mehr zu meinen Schwerpunkten zählen. Ich habe sozusagen ein Modul in einem Bachelorstudiengang. BASIP heißt der, das ist Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkultureller Beziehung. BASIP ist Bachelor Sozialwissenschaften interkultureller Beziehung. Und dort habe ich einen Schwerpunkt, der eben Arbeit, Organisation, Interkulturalität auch heißt. Dort wiederum eine Vertiefung, in der wir uns sozusagen mit viel Zeit, das ist ja einer der Vorteile, den wir in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Also ich habe nicht irgendwie zwei Semesterwochenstunden und dann sehe ich die Leute nicht, sondern kann mir mehr Zeit nehmen, mit den Leuten da praktisch zu arbeiten. Dort gibt es eine Kernveranstaltung, in der wir uns über Zusammenarbeit auseinandersetzen. Also Zusammenarbeit einerseits als eine Notwendigkeit des Miteinanderarbeitens, aber auch als ein Problem der Gefühle und Emotionen, die sich eben in Kooperationen auf unterschiedlichen Arten und Weisen entwickeln können. Und ich habe immer den Eindruck, dass zumindest mir macht das immer besonders viel Spaß. Und ich glaube, den Studierenden oder mehrere der Studierenden hoffentlich auch, also wo die Breite des Felds der Zusammenarbeit, der Kooperation von Menschen sozusagen unter verschiedenen Bedingungen beleuchten, an verschiedenen sozusagen Übungen dann auch immer wieder ein paar Experimente miteinander machen. Also das ist, glaube ich, etwas, was manchen gefällt. Hoffentlich, bestimmt. Hoffentlich. Sie haben gerade den Bachelor angesprochen, Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen. Einen anderen sehr, sehr spannenden Studiengang auf Ihrer Website, habe ich zumindest als solchen empfunden, haben Sie mit eingeführt, und zwar im Wintersemester 2018-2019. Und zwar ist es ein Masterstudiengang, Human Rights Studies in Politics, Law and Society. Würden Sie über diesen Studiengang ein wenig sprechen? Ja, gerne. Es ist ja sozusagen unser jüngster. Ja. Unter uns sind insgesamt 5 Studiengängen. Und ich muss natürlich wieder vorneweg sagen, das Einführen von Studiengängen dauert immer ein bisschen länger in Wirklichkeit. Und die Idee dieses Studiengangs war quasi schon da, als ich nach Fulda kam. Und die Kollegin, die diese Idee ganz maßgeblich mitentwickelt hat, ist Kollegin Angelika Pofall, die jetzt an der Universität Dortmund tätig ist, also dorthin berufen worden ist. Also darf man sie, ich glaube, muss man sie wirklich nennen in diesem Kontext, weil das sozusagen ganz, ganz stark auf sie auch zurückgeht. Ja. Der Studiengang selber, ich habe das dann übernommen, quasi die Koordination der Einrichtung dieses Studiengangs. Der Studiengang selber ist eine tolle Sache aus meiner Sicht, aus zwei Gründen. Erstens, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, er ist eine Mischung aus Sozial- und Rechtswissenschaften. Also quasi das, was unser Fachbereich ist. Und für das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich Menschenrechte, um die sich dieser Studiengang dreht, eine extrem große und auch zunehmende Bedeutung in nicht nur im juristischen Sinne haben, sondern auch im sozialen Sinne, also in den
Formulierungen von Ansprüchen, die Menschen haben, wird die Fundierung von Ansprüchen im Hinblick oder mit Bezug auf Menschenrechte immer wichtiger. Also nicht mit im Hinblick auf Bürgerrechte oder auf sonstige, sondern wirklich als Teil sozusagen der Menschengemeinschaft, wenn Sie so möchten. Und das betrifft soziale Bewegungen, das betrifft öffentliche Diskurse und Debatten, das betrifft selbst auch die Entwicklung der Menschenrechte natürlich, die unter dem Stichwort inzwischen soziale Menschenrechte sich auch ganz erheblich erweitert hat, so dass wir eben dieses Ziel haben, Expertinnen, Experten auszubilden, die einerseits eine profunde methodische Kenntnis in den Sozialwissenschaften haben und natürlich auch inhaltliche Kenntnisse über sozialen Wandel, die aber eben auch Kenntnisse im juristischen Argumentieren haben, die Kenntnisse über die Entwicklung der Menschenrechte haben und die Kenntnisse aber auch über die Umstrittenheit der Menschenrechte haben. Auch bei den Menschenrechten ist es so, dass sie nicht nur in ihrer Entwicklung, sondern im Grunde auch heute in all ihren verschiedenen Facetten ständig auch unterschiedliche Interpretationen haben, was die fundamentalsten Menschenrechte sein sollten, mit eher Schwerpunkten auf Freiheitsrechten, jetzt mal sehr grob die Welt eingeteilt in sozusagen Ost und West. Das ist natürlich nicht legitim, das wissen Sie aber für das Gespräch vielleicht als Hinweis, oder eher soziale Menschenrechte, also Recht auf Arbeit und so weiter, als sozusagen historisch eher sozusagen dem Ost, der, sozusagen der östlichen Seite zugerechnet. Sie haben heute Debatten über Religions, sozusagen Freiheit beziehungsweise Freiheit der Ausübung der Religion, die für einige dann wiederum in säkularen Gesellschaften als Freiheit von der Religion, also ich will in Ruhe gelassen werden, interpretiert wird, obwohl das möglicherweise nicht ganz gemeint ist, sodass die Menschenrechte die Dinge nicht klar machen, sondern quasi die Unklarheit bleibt. Also wie wir vorhin ein bisschen über Wissen gesprochen haben, dass die Interpretation dessen, was folgt aus der Existenz von Menschenrechten, diesem sozusagen großen Programm, diesem globalen Programm der sozusagen Einbeziehung aller in bestimmte soziale Zusammenhänge. Was folgt daraus im Einzelnen? Deutschland gerade Debatte, haben Sie gerade die Debatte über das Lieferkettengesetz? Ich weiß nicht, ob Sie das im Blick haben. Also da geht es um die soziale Verantwortung, im Grunde also soziale, menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen, und zwar insbesondere der Endhersteller im Hinblick auf ihre Sublieferanten, die eben über die Welt verstreut sind. Wer trägt dort eigentlich Menschen und die Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte? Darüber wird im Bundestag debattiert, darüber gibt es Gutachten und Gegengutachten und verschiedene Stellungnahmen. Das wäre so ein Thema, das gerade jetzt mich interessiert, weil es dann doch wieder auch in das Feld der Arbeit fällt. Und wir möchten eben auch hier Studierende, die in der Lage sind, diese auch zum Beispiel solche Berichte zu verfassen, die Methoden haben, um quasi hier auch substanziell praxisorientiert forschend an der Debatte um und der Entwicklung der Menschenrechte mitzuwirken. Mal abgesehen von der Forschung, wo werden denn Experten für Menschenrechtsfragen vor allem gebraucht und eingesetzt? Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich Absolventinnen und Absolventen? Gut, das ist natürlich eine wichtige Frage. Und ich kann sie Ihnen jetzt in Anführungszeichen nur theoretisch beantworten, weil der erste Jahrgang, sonst könnten wir eben mit Alumni-Zahlen Ihnen sagen, wo sie unterkommen, aber da die jetzt gerade eben erst auf den Arbeitsmarkt entlassen werden, kann ich dann begründet, können wir uns in 2 Jahren wieder drüber unterhalten. Wir gehen davon aus, dass der Einsatz unserer Studierenden und die Einsatzfelder unserer Studierenden überall dort zunächst einmal sind, wo man Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler generell beschäftigt. Sie haben eine bestimmte methodische und inhaltliche Ausbildung und einen Schwerpunkt eben gleichzeitig auf diesem interdisziplinären Gedanken von Recht und Sozialwissenschaften in dem Feld der Menschenrechte. Das bedeutet, das schließt alles ein, was an klassischen Referentinnen, Referentenpositionen in verschiedenen Institutionen und Organisationen als Beschäftigungsfeld für junge oder Absolventinnen der Sozialwissenschaften eben offen steht. Das betrifft natürlich das auch wachsende internationale Feld der Menschenrechtsinstitutionen und Organisationen, die irgendwie mit der Einhaltung und der Überwachung in Anführungszeichen der Menschenrechte betraut sind, also alle möglichen Formen von internationalen Nichtregierungsorganisationen, selbstverständlich
Der als Master qualifiziert, der Studiengang selber, der inzwischen akkreditiert ist, selbstverständlich auch zu allen möglichen sogenannten supranationalen Einrichtungen. Und nicht zuletzt glauben wir, dass Menschen mit einerseits inhaltlichen, sozialwissenschaftlichen, arbeitsbezogenen, medienbezogenen Kenntnissen zunehmend auch in Unternehmen eine wichtige Rolle spielen werden, nämlich in dem Maße, in dem die Einhaltung und Auseinandersetzung mit Menschenrechten in Unternehmen auch an Bedeutung gewinnt. Also insofern sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese Personen tatsächlich auch gebraucht werden. Und Sie hatten das gesagt, selbstverständlich steht auch den Studierenden oder den dann Absolventinnen, Absolventen der Weg offen in die weiterführende wissenschaftliche Laufbahn, aber nur als eine Möglichkeit. Und damit schließt sich ja dann auch wieder der Kreis dazu, womit wir das Gespräch begonnen haben, nämlich zum Beispiel unter anderem zum Promotionszentrum. Sie sagen es. So ist es doch eine runde Sache. Und deswegen würde ich diese Gelegenheit gern auch nutzen, um zum allerletzten Teil unseres Gesprächs zu kommen mit Ihrem Einverständnis. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt, wenn das für Sie passt, würde ich Ihnen gern jeweils ein paar Halbsätze vorschlagen. Und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt und wenn ja, was. Lassen Sie uns beginnen. An der Soziologie begeistert mich bis heute die Vielfalt der Themenfelder, der Ansätze und auch der Methoden. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich die Unterstützung durch großartige Kolleginnen und Kollegen, auch der Doktorväter und vieler anderer. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, viel zu schreiben, nicht so viel zu denken, also das nicht so viel Gedanken im Kopf hin und her zu rollen, sondern möglichst schnell, wenn sie Gedanken haben, sie niederzuschreiben, weil Schreiben ist eine Form, sozusagen die eigenen Gedanken auch wieder anzuregen. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten und zu forschen, was ich spannend oder auch wichtig finde, dann würde ich momentan mich mit digitaler Kommunikation auseinandersetzen und mit der Frage, inwieweit wir Menschen klassifizieren oder kategorisieren aufgrund der digitalen Spuren, die diese Menschen hinterlassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dazu tendieren, Menschen auf das zu reduzieren, was wir an digitalen Spuren über sie finden. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. In welchen Kontexten ist Ihnen das offensichtlich geworden, dass das ein Problem ist und sein könnte und sein dürfte? Wir haben irgendwann angefangen, da war ich aber noch nicht in Fulda, so eine Art Diskussionskreis zu digitalen Medien, auch digitalen Medien zu sozialen Medien zu entwickeln. Und einer der Aufhänger war, wie Vergleich wahrscheinlich für viele andere auch, eine unglaubliche Flut an E-Mails und ein bestimmter Erwartungsdruck, dass man auf bestimmte Medien oder auf bestimmte Anfragen schnell reagieren soll. Und gleichzeitig haben wir natürlich, mir bekommt E-Mail-Adressen von Blümchen 69@gmx.de und die Studierende schreibt dann irgendwie mit, ja, hallo, kann ich meinen Schein haben? Viele Grüße, Sabine. So. Und man fragt sich, wer könnte das sein? Ist das jemand, der bei mir studiert? Und daraus ergab sich erstens die Reaktion, dass es unheimlich schnell zu Missverständnissen in diesen digitalen Kommunikationsweisen kommt, weil wir sozusagen schnell eingeschnappt sind, in Anführungszeichen, durch das, was wir lesen, weil wir uns dadurch irgendwie verletzt fühlen. Und andererseits haben wir irgendwie, glaube ich, man kann es auch sehen, über die Annahme, dass das, was wir sozusagen im Netz tun, dass das unsere Daten sind, schreiben wir Personen quasi Absichten zu und diesen Daten Aussagen zu über diese Person, die sie gar nicht haben, weil die Hälfte sozusagen dessen, was sie ins Netz schreiben ja gar nicht sie rein, sondern es wird durch die Möglichkeiten beschränkt,
die Eingabemasken ihnen beispielsweise bieten. Und die Weiterverarbeitung dieser Daten als etwas, das über sie ausgesagt wird, in amerikanischen Sozialwissenschaften nennt man das dann teilweise digitale Dossiers, die über Personen abgefasst werden, werden sie sozusagen sehr stark festgelegt auf das, was man da angeblich über sie weiß. Darüber gibt es ganz viele Geschichten und die werden im Fernsehen und in Öffentlichkeit sozusagen eigentlich ganz viel immer weiter kommuniziert. Ne? 3 Punkte weiß man dann, wer die Person ist. Kennen Sie bestimmt, das ist ein klassisches Beispiel von Juba. Das mag ja irgendwie stimmen, aber deswegen wissen Sie natürlich nicht, wer die Person ist. Ja? Also das ist, finde ich, ein hochproblematisches Feld, weil aus der klassischen Soziologie, wenn nochmal sozusagen meine Liebe zu diesem Fach ich zum Ausdruck bringen kann, aus der Sicht der klassischen Soziologie besteht, also mit Gründervätern wie Emil Durkheim oder Georg Simmel, wussten die schon, dass eins der bezeichnenden Phänomene der Moderne ist, dass eigentlich die Moderne, in der wir jetzt leben, Menschen nicht sozusagen nicht alles speichert, sondern eigentlich eine Moderne des Vergessens ist. Also gucken Sie sich einen Lebenslauf von jemandem an, die Lebensläufe sozusagen beinhalten bestimmte wichtige Schnittstellen im Leben, aber alles andere wird vergessen. Das Prinzip, neu anfangen zu können, jetzt nicht komplett neu anfangen zu können, sondern das Prinzip der Wandelbarkeit von Personen, der biografischen Veränderung, dass sie selbst in ihrem Leben Entscheidungen treffen können und auch mal einen falschen Weg gehen können und so weiter, hat sich sogar inzwischen niedergeschlagen in den Bildungssystemen. Das ist eine tolle Sache, die verschiedene Scharniere haben, wo sie dann sozusagen doch nochmal einen anderen Weg gehen können und so weiter. Also das Primat liegt eigentlich auf dem, wenn Sie so wollen, auf dem Vergessen. Und die digitale Kommunikation läuft teilweise umgekehrt. Also so quasi wird alles festgehalten oder sehr viel über Personen festgehalten und dann geschlussfolgert, das würde etwas über Personen aussagen. Das ist aus einer soziologischen Perspektive erstmal spannend und zweitens vielleicht sogar ein Problem. Ja, und mich beruhigt das Wissen, dass es auf jeden Fall noch viele weitere spannende Themen für Sie gibt, die es zu erforschen gilt. Ihnen gehen die spannenden Themen nicht aus. Die Digitalisierung allein hält ja unendlich viele bereit. Ich weiß, dass Sie auch im Masterstudiengang, den wir besprochen haben, sich ja auch dort mit Digitalisierungsthemen auseinandersetzen und was das für Rechte und für Menschenrechte bedeutet. Und auch da ist das ja ein sehr relevantes Thema. Herr Professor Dr. Klemm, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die Einblicke, die Sie uns hier heute geboten haben. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne geschehen und Herr Lorenz, Ihnen auch einen ganz vielen Dank, dass ich ein bisschen was zu der Soziologie vor allem auch erzählen konnte. Sehr schön. Und im Hintergrund gibt es schon die Abschlussmusik, ein bisschen Klassik. Das passt doch auch wunderbar. Home Office again. Okay. Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.